Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sweet Amoris – Ein anderes Leben Kenton. Die fünfte Episode ist raus, nachdem wir in der vergangenen Episode Lysander gespielt haben. Wow, das ist jetzt 2 Wochen her. Das heißt, in 2 Wochen wird wahrscheinlich auch Armin kommen. Aber jetzt sehen wir doch erstmal, was uns hier erwartet. Und ich sage jetzt schon mal im Vorwege, der Twitch-Chat ist dabei. Der Twitch-Chat entscheidet komplett, in welche Richtung wir gehen werden. Es gibt wieder die Option Sexy Time oder Ring. Ich überlasse das den Leuten da oben. Die Abstimmung entscheiden und wir spielen keinen zweiten Durchlauf, denn es ist Kenton und nicht Lysander. Was erwartet uns also in Episode 5 mit dir ans Ende der Welt? Du reist weiter mit Kenton um die Welt und dieses Mal macht ihr im Altingia Grand Lodge Station. Eine gute Gelegenheit, um durch einen Teilzeitjob eure Finanzen aufzubessern und bei langen Wanderungen mit der ganzen Bande die beeindruckende Landschaft zu genießen. Eure Liebe wird mit jedem eurer Abenteuer nur noch stärker und trotzdem haltet ihr offenbar noch immer Überraschungen füreinander bereit. Auf diese Überraschungen bin ich sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Als der Van den Wald verlässt, taucht mit einem Mal das Hotel vor uns auf. Kenton deutet durch die Windschutzscheibe auf das Gebäude. Ich glaube, wir sind da. Es ging letztendlich doch ziemlich schnell. Ich muss ein Kichern unterdrücken. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten mit dem Schiff fahren, um den Van mitnehmen zu können. Die Überfahrt vom Festland nach Indonesien und dann von Surabaya hierher war wirklich lang. Die ersten Stunden waren noch ganz lustig. Ich hatte das Gefühl, zu einem Abenteuer aufzubrechen, betrachtete die Küste, die sich immer weiter entfernte. Aber dann wurde mir doch schon bald langweilig. Nach mehreren Reisetagen ohne Pause bin ich jetzt ziemlich erschöpft. Kenton dreht sich zu mir um, während er den Motor abstellt. Komm schon, Kopf hoch. Jetzt kannst du dich freuen. Endlich! Ich muss gestehen, ich bin wirklich froh, endlich angekommen zu sein. Du wirst sehen, allein die Landschaft und das Essen waren die lange Fahrt wert. Oh ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich hatte Zeit, mich ein bisschen zu informieren. Babi Guling, Nasi Kampur, Bubo Injun. Ich glaube, diese Episode wird für mich verdammt anstrengend, weil ich diese ganzen Begriffe überhaupt nicht kenne. Aber, well, ich denke, das sind Orte, oder? Oder Essen? Ist das Essen? Ich bin beeindruckt, dass du dir all diese Namen gemerkt hast. Muffin gibt hinter uns ein kurzes Bellen von sich. Wir sind da, mein Kleiner. Ich öffne die Tür, um auszusteigen, und Kenton tut es mir gleich. Dann macht er den Hunden auf, die mit freudigem Gebell aus dem Wagen springen. Alles klar, Freunde? Hattet ihr eine gute Reise? Ich streichele jeden von ihnen kurz und klettere dann wieder in den Van. Du willst gleich wieder alles einrichten? Ich dachte, wir gehen zuerst zum Manager des Hotels. Ich möchte die Deko gerne wieder an ihren Platz stellen. Unser Zuhause wieder so herrichten wie vorher. Er zuckt ein wenig überrascht die Schultern. Aber keine Sorge. Kümmere dich einfach nicht um mich. Ich öffne einen Schrank, um das Hundefutter und die Näpfe herauszuholen. Fütter du so lange lieber die Hunde! Kenton muss lachen und macht sich daran, die Hunde zu versorgen. Nachdem ich mich mit einem kurzen Blick versichert habe, dass Kenton mich nicht beobachtet, öffne ich meine Schublade in der Kommode. Alles in Ordnung. Es ist durch die Erschütterung während der Reise nichts verrutscht und noch immer da und gut versteckt. Versteckst du etwa auch Deko in der Schublade mit deiner Unterwäsche? Ich erstarre. Los, finde schnell eine Ausrede, Valkyria. Ich dachte mir, ich könnte vielleicht einen meiner BHs an die Wand hängen. Jetzt komm aber. Ich bin schon groß. Du brauchst mich nicht beaufsichtigen. Hä? Ach ja, ich meine, nein. Ich weiß nicht, warum ich... Ist bereits bekannt, wie viele Leute beim Sex beteiligt sein werden. Also Kenton hat nicht so viele Freunde, aber er hat 3 Hunde... Ja komm, ich meine,
Es ist eine berechtigte Frage und wir müssen drüber nachdenken. Bei Lysander hatten wir einen Dreier mit Kästchen, mit seinem besten Freund. Hier haben wir Kenton. Was bietet sich da an? Keine Ahnung, er hat halt nur Hunde. Und bei Armin? Armin hat einen Bruder. Okay, Spekulation über Spekulation. Ich glaube, wir sollten lieber weitermachen, bevor das hier noch ausartet. Das würde das Innere unseres Wohnraums ein bisschen auflockern. Was hältst du davon? Kenton schüttelt lachend den Kopf. Ich überlasse es dir, einen davon auszusuchen und den Ort zu wählen, wo du ihn aufhängen möchtest. Ich schiebe die Schublade der Kommode wieder zu. Wunderbar. Ich werde darüber nachdenken. Aber die Deko kann doch auch noch ein bisschen warten. Mach dir darum keine Sorgen. Ich entferne mich von der Kommode und gehe zum Schrank hinüber, in dem wir unsere Deko aufbewahren. Kenton wirft mir noch einen letzten neugierigen Blick zu, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder den Tieren zuwendet. Die Hunde leeren ihre Näpfe und machen dann eine kleine Erkundungstour. Bist du fertig? Dann los, sonst kommen wir zu spät zum Treffen mit dem Hotelmanager. Er sorgt dafür, dass Joker, Siska und Muffin wieder in den Van springen. Tut mir leid, Freunde. Aber ich weiß noch nicht, ob die Gegend hier für euch sicher ist. Meinst du, sie lassen sie auch ins Hotel hinein? Ich denke nicht, aber wir werden sehen. Schlimmstenfalls kann sich vielleicht einer von uns um sie kümmern, wenn wir draußen sind, oder wir können uns abwechseln. Okay, dann lass uns gehen. Ich bin gespannt darauf, unseren neuen Chef kennenzulernen. Wir nähern uns dem Hotel. Ich bin fast ein bisschen eingeschüchtert. Das ist wirklich ein sehr schöner Ort. Ich sehe Kenton aus dem Augenwinkel an. Er wirkt neugierig, aber nicht sonderlich beeindruckt. Wirklich schick hier. Ja, ich kann dir versichern, dass die Hunde das Hotel nicht von innen sehen werden. Aber man bekommt fast Lust, hier Urlaub zu machen. Ich bin nicht sicher, ob wir uns das leisten könnten. Wir könnten noch ein oder zwei Tage bleiben, wenn unsere Arbeit hier beendet ist. Träumen kostet schließlich nichts. Ja, so bekommt unser Chef sein Geld gleich wieder von uns zurück. Wir könnten auch mit dem Van die Gegend erkunden. C. Stimmt. In unserer Freizeit könnten wir über die Insel fahren. Ich schenke ihm ein strahlendes Lächeln und nicke verträumt. In jedem Fall sollten wir zuerst einmal ein bisschen Geld verdienen. Hallo. Sie müssen Kenton sein. Wir haben telefoniert. Ich bin Dama. Ich leite das Altinia Grand Lodge Hotel. Kenton und ich zucken zusammen. Ich habe ihn nicht kommen sehen und er redet sehr laut. Er lächelt über das ganze Gesicht. Und Sie sind sicher Valkyria, richtig? Ja, genau. Freut mich sehr. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin sicher, Sie werden hier wahre Wunder vollbringen. Er greift nach Kentons ausgestreckter Hand und schüttelt sie energisch. Dann tut er dasselbe bei mir. Sie werden sehen. Es wird Ihnen hier gefallen. Das garantiere ich Ihnen. Er redet schnell und gestikuliert dabei wild mit den Armen. Hatten Sie schon Zeit, richtig anzukommen? Gefällt Ihnen der Stellplatz? Sie sagten, Sie leben in einem Van, richtig? Ja, genau. Wir reisen herum und leben im Van. Das ist wahre Freiheit. Das freut mich für Sie. Sie sind ungefähr so alt wie ich damals, als ich um die Welt gereist bin. Die Freiheit, die Jugend, diese Vitalität. Sie tun gut daran, das zu genießen. Sollte Ihnen an dem Stellplatz irgendetwas nicht gefallen, zögern Sie nicht, es mir zu sagen. Am Platz mangelt es hier wirklich nicht. Wenn nötig, finden wir also sicher einen anderen passenden Ort für Sie. Alles klar, vielen Dank. Es ist mein Job, Ihnen einen angemessenen Rahmen zu bieten, damit Sie den Ihren ausüben können. Apropos Job. Ich konnte Ihnen am Telefon im Voraus noch nicht genau sagen, auf welchen Posten Sie jeweils eingesetzt werden, aber mittlerweile steht das Personal fest und die Arbeitszeiten ebenfalls. Wenn Sie damit einverstanden sind, Kenton, werden Sie uns bei verschiedenen Arbeiten im Außenbereich unterstützen. Es geht dabei vor allem um die Pflege der Pflanzen und den Bereich rund um den Pool. Hin und wieder werden Sie eventuell auch den Kellnern in der Poolbar helfen müssen, tagsüber die Gäste am Pool zu bedienen. Ihnen Handtücher zu bringen, Ihnen Ihre Plätze zu zeigen, Ihnen Fragen zu beantworten.
Es gibt dort immer auch einen Bademeister, Sie werden also nicht ins Wasser springen müssen. Falls ein Kind direkt neben Ihnen zu ertrinken droht, sollten Sie ihm aber natürlich helfen. Das steht nicht in der Jobbeschreibung. Und sobald der Pool geschlossen wird, sind Sie außerdem für die Reinigung zuständig. Machen Sie sich um die Details keine Sorgen. Ihre Kollegen werden Ihnen morgen früh alles erklären. Perfekt, das sollte ich schaffen. Da bin ich mir auch sicher. Sie werden das hervorragend meistern. Sie sind ein kräftiger junger Mann. Ich kneife die Augen zusammen. Ich habe den Eindruck, ein Teil von Kentons Arbeit wird darin bestehen, die Sonne zu genießen. Und Sie, Valkyria, werden, wenn Sie einverstanden sind, die Kollegen im Innenbereich unterstützen. Toll! Kenton darf Sonne haben und wir... Wir sind im Keller. Wir sind Kellerkinder, wie immer. Sie übernehmen dabei verschiedene Arbeiten im Inneren des Hotels, je nachdem, wo gerade Bedarf besteht. Sie helfen also in der Küche, im Service. Und eventuell werden Sie auch gebeten, den Zimmermädchen zu helfen, falls dort Not am Mann sein sollte. Ja. Auch Ihnen wird die zuständige Teamleiterin morgen früh alles Nötige erklären, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Ich nicke. Ich bin nicht sonderlich überrascht. Sehr gut. Haben Sie Fragen? Nein, für mich ist alles klar. Könnten wir nicht beide im selben Bereich arbeiten? Ich würde mich lieber um den Pool kümmern, bitte. Echt so? Ich will am Pool chillen. Ah. Ich habe auch keine Fragen. Perfekt. Ach doch, eine Frage hätte ich. Haben Sie eventuell auch eine Tierbetreuung? Kenton, wie stellst du dir das vor? So wie eine Kinderbetreuung? Spieleparadies für Hunde? Falls es möglich wäre, sie nicht die ganze Zeit im Van lassen zu müssen, während wir arbeiten. Natürlich! Wir haben ein Hundegehege mit einem speziell angelegten Park. Are you kidding me? Für den Komfort der vierbeinigen Begleiter unserer Gäste. Aber natürlich sind auch die Begleiter der Reisenden dort willkommen, die wir im Hotel beschäftigen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Nicht zu danken, das ist doch selbstverständlich. Ich liebe Tiere, wissen Sie? Ich habe ganz vergessen, Sie zu fragen. Haben Sie schon zu Abend gegessen? Sollte das nicht der Fall sein, ist das Restaurant nämlich auch geöffnet. Irgendwie ist der ist zu nett. Ich weiß nicht, ob ich zu viele Krimis gesehen habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der will uns vergiften. Der ist irgendwie zu freundlich. Danke, aber wir haben unterwegs schon etwas gegessen. Gut, dann ein andermal. Dann richten Sie sich jetzt erstmal in Ruhe ein. Wir sehen uns hier morgen früh um 8 Uhr wieder. Er lächelt uns noch ein letztes Mal zu, bevor er sich umdreht und in Richtung Hotel davongeht. Sehr gut. Der wirkt schon mal sympathisch. Allerdings. Und er ist offenbar ziemlich in Form. Das ist mir ehrlich gesagt auch lieber so. Oh ja, mir auch. Sollen wir den Van für die Nacht herrichten? Oder wolltest du dich noch ein bisschen umsehen? Es wird bald dunkel. Wir sollten lieber den Van herrichten. Wir werden in den nächsten Tagen noch genug Gelegenheit für touristische Erkundungen haben. Und wir sollten morgen an unserem ersten Arbeitstag in Form sein. Alles klar, dann lass uns gehen. In weniger als einer halben Stunde haben wir alles hergerichtet. Da wir nun bereits seit über einem Jahr in diesem Van leben, ist alles gut eingespielt. Und? Was sagst du? Ist jetzt wieder alles am richtigen Platz? Kenton sieht sich aufmerksam im Wohnraum des Vans um. Ja, ich denke schon. So passt alles. Er nickt mit einem zufriedenen Lächeln. Bevor ich mit ihm zusammenzog, war mir nicht bewusst gewesen, dass bei Kenton jedes Souvenir und jedes Foto einen ganz bestimmten Platz hat. Das ist sicherlich noch der Einfluss der Militärschule. Alles folgt festen Regeln. Aber natürlich darf auch ich mich an der Einrichtung beteiligen und mitentscheiden, wo etwas stehen soll. Perfekt. Wenn du einverstanden bist, richte ich das Bett her und du kümmerst dich so lange ein bisschen um Muffin? Einverstanden. Ich habe nämlich keine große Lust, das Bett fertig zu machen. Allein schon beim Gedanken an den üblichen Kampf mit den Bettbezügen wird mir übel. Und ich habe mich gerade erst von unserer Überfahrt mit dem Boot erholt. Sehr gut.
Hier sind die Leckerlis. Ich lache leise und greife nach dem Beutel mit den Leckerlis. Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauern wird, bis Muffin das Wort Leckerli auch dann erkennt, wenn wir es buchstabieren. Ah! Okay, die L-E-C-K-Erlis. Mhm. Wenn es soweit ist, müssen wir einen anderen Trick finden. Muffin, komm her, mein Kleiner! Er wird so schnell groß. Aber für mich wird er immer mein kleines Baby bleiben. Ich weiß nicht. Ich finde, er wirkt irgendwie bedrohlich. Diese Haltung, dieser irre Blick, dieses, der frisst uns bald. Ich nehme ein Leckerli aus dem Beutel, um seine Aufmerksamkeit zu wecken. Es funktioniert perfekt. Er lässt die Zunge heraushängen, legt den Kopf schief und sieht mich an. Ich trainiere ein paar Minuten mit ihm, aber nicht zu viel, um ihm den Spaß am Lernen nicht zu verderben. Die Kommandos Sitz, Bleib und Platz beherrscht er perfekt. Am Hohl arbeiten wir gerade. Dafür braucht er vielleicht noch ein paar Wochen. Sehr gut, du bist ein braver Hund. Du hast dir dein Leckerli ehrlich verdient. Mit einem fröhlichen Bellen und wedelndem Schwanz verschlingt Muffin seine Leckerli. Leckerei. Die beiden anderen sehen erst zu ihm und dann zu mir. Sie passen ganz genau auf, falls Muffin einen Krümel übrig lässt. Tut mir leid, Freunde. Ich kann euch nicht jeden Abend Leckerlis geben. Och, wie gemein ist das denn bitte? Hier, bitte sehr. Ich könnte euch vielleicht auch eins geben. C. Aber es ist nicht umsonst. Sofort sehen sie mich aufmerksam an. Lasst mich mal nachdenken. Siska, ein Salto. Und du, Joker, eine Pirouette. Die beiden führen meine Anweisungen sofort aus, während Kenton ihn gerührt dabei zusieht. Ihr seid einfach unglaublich. Ich gebe jedem von ihnen ein Leckerli. Dann stecke ich den Beutel mit den Belohnungen wieder in meine Tasche. Es ist gerade erst dunkel geworden, aber ich spüre schon, wie müde ich bin. Gut, bereit zum Schlafen gehen? Und warum kommt da immer so ein Herzchen bei Muffin raus? Das ist ja sowas von süß. Das Bett ist gemacht. Wir sind alle ziemlich erschöpft. Ich denke also ja. Wir bringen die Hunde zurück in den Van und machen uns dann fertig fürs Schlafengehen. Als wir Zähne geputzt und uns umgezogen haben, kriechen wir unter die Bettdecke. Joker und Siska legen sich im Halbkreis auf den Boden neben unser Bett. Wie jeden Abend lässt sich Muffin zwischen ihnen nieder und rollt sich auf ihren Pfoten zusammen. Ich folge seinem Beispiel und schmiege mich in Kentons Arme. Ich spüre, wie er den Kopf dreht, um mein Haar zu küssen. Ich hebe den Kopf und gebe ihm einen Kuss. Schlaf gut, Valkyria. Träum was Schönes. Ich antworte nur mit einem Murmeln. Ich habe das Gefühl, ich schlafe schon halb. Die Hunde sind offenbar genauso müde. Ich höre sie schon schnarchen. Es sei denn... Bin das etwa ich? Nein! Valkyria? Valkyria, aufwachen! Zeit zum Aufstehen! Ich öffne die Augen. Die Sonne ist schon aufgegangen. Kenton hat sich über mich gebeugt. Er flüstert mir die Worte lächelnd zu. Valkyria, hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Ich erinnere mich nicht mal mehr, wann ich eingeschlafen bin. Ich hoffe, du fühlst dich ausgeruht. Bereit für unseren ersten Arbeitstag? Ehrlich gesagt hätte ich gern noch eine Stunde länger geschlafen, aber es geht schon. Und du? Ich bin topfit. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Ich strecke mich und lächle ihm zu. Seine Begeisterung ist ansteckend. Wunderbar. Dann komm. Gehen wir es an. Wir stehen auf und waschen uns. Während Kenton sich wäscht, nutze ich die Gelegenheit und sehe erneut nervös in meiner Schublade nach, ob dort noch alles an seinem Platz ist. Wir ziehen uns an und essen noch eine Kleinigkeit zum Frühstück. Gleichzeitig lassen wir die Hunde raus und füttern sie, um sie anschließend zur Tierbetreuung zu bringen. Das alles erledigen wir ohne Zeit zu verlieren und verlassen dann pünktlich den Van. Es ist an der Zeit, unseren neuen Job anzutreten. Der Hotelmanager nimmt uns nicht persönlich in Empfang, aber wir finden uns trotzdem schnell zurecht. Mehrere Angestellte des Hotels erwarten uns schon. Eine von ihnen bringt die Hunde zur Tierbetreuung.
Der Bereich für die Tiere ist wirklich gut ausgestattet. Es gibt dort Spielzeug, viel Platz, kleine Hütten und sogar ein paar andere Hunde als Gesellschaft. Die übrigen Angestellten stellen sich uns vor. Die meisten von ihnen gehören zu meinem Team. Ein paar arbeiten rund um den Pool. Mit einem kurzen Kuss verabschieden Kenton und ich uns voneinander. Ich folge meinen neuen Kollegen zu einem Umkleideraum und sie geben mir dort meine Hoteluniform. Danach teilt uns die Leiterin des Teams mit, dass wir den Vormittag über in der Küche helfen werden. Das ist perfekt. So etwas habe ich schon mal gemacht und es hat mir immer gefallen. Mhm. Campusleben. Bei Katja, in der Küche. Ob sie wohl noch mit ihrem Cowboy zusammen ist? Oh. So geht der Vormittag problemlos vorbei, während wir verschiedene Vor- und Nachspeisen zubereiten. Kurz vor der Pause fragt uns die Chefin, wer von uns sich bereit erklären würde, den Kollegen im Außenbereich einen kleinen Snack zu bringen. Ich nutze die Gelegenheit, um Kenton wenigstens für einen kurzen Moment zu sehen. Das, was ich anhand der Blicke, die der Hotelmanager Kenton zuwarf, schon vermutet hatte, bestätigt sich tatsächlich. Er selbst trägt keine Badehose. Der Bademeister und die Kellner am Pool hingegen schon. Ich nehme an, das ist für einige weibliche Gäste ein Grund, mehr Zeit am Pool zu verbringen. Die Getränke dort sind vermutlich ziemlich überteuert. Als ich mich ihm nähere, mustert Kenton mich aufmerksam von Kopf bis Fuß. Er macht große Augen. Ich habe den Eindruck, dass er fast ein wenig errötet. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, aber ich vermute, meine Uniform ist wohl eher vorteilhaft. Alles in Ordnung? Läuft es gut mit der Arbeit? Alles bestens. Die Arbeit ist nicht kompliziert und das Team nett. Und bei dir? Bei mir auch. Bevor der Pool geöffnet wurde, haben wir ihn gereinigt und jetzt bedienen wir die Gäste. Ich hätte ihn zu gern mit dem Kescher gesehen. Super, freut mich, dass es dir gefällt. Was hältst du davon, wenn wir das Essen ausfallen lassen und uns stattdessen ein ungestörtes Plätzchen suchen? Die Gäste, wenn ich das richtig sehe, sind das hier vor allem Frauen. Oder? B. Was? Denkst du etwa an... Aber das ist unser erster Tag hier. Dieses Mal wird er wirklich knallrot. Ich grinse ihn an. Das war nur ein Scherz. Ich würde nie verlangen, dass du das Essen ausfallen lässt. Während wir uns unterhalten, nähern sich uns auch Kentons Kollegen. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich bin eigentlich hier, um euch etwas zu bringen. Bitte sehr, guten Appetit. Wir haben das alles mit viel Liebe zubereitet. Natürlich. Mhm. Alle greifen dankend zu. Ich muss jetzt wieder zurück. Hast du auch um 15 Uhr Feierabend? Ja, genau. Treffen wir uns dann beim Van? Ich nicke und gebe ihm noch einen Kuss, bevor ich zurück in die Küche gehe. Die folgenden Stunden werden etwas anstrengender. Während wir das Mittagessen servieren, muss ich vollkommen konzentriert bleiben. Es gelingt mir, alle übrigen Gedanken auszublenden und effizient zu arbeiten. Fast 3 Stunden lang habe ich keine Gelegenheit, an Kenton oder meine Schublade mit der Unterwäsche zu denken. Warum denkt sie überhaupt dauernd an diese Unterwäscheschublade? Also selbst wenn ich mir neue Dessous kaufe, denke ich nicht die ganze Zeit daran und denke mir so, oh mein Gott, was wenn Vito die sieht. Vor allem fällt es ja auch gar nicht auf, wenn man permanent an dieser Schublade zugange ist. Nee. Schließlich ist der große Ansturm im Restaurant wieder vorbei und meine Kollegen zerstreuen sich ein wenig, während ich den Abwasch beende. Einige gehen nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen, andere greifen nach ihren Handys und beantworten Nachrichten. Ich zucke zusammen, als die Tür hinter mir geräuschvoll geöffnet wird. Hallo zusammen! Wie geht es Ihnen? Ist alles gut gelaufen? Valkyria, wie war Ihr erster Tag bisher? Offenbar legt er sein Lächeln niemals ab. Danke, gut. Sehr gut sogar. Sein Blick wandert kurz zu den anderen noch anwesenden Kollegen. Ich hoffe, Sie haben Valkyria herzlich willkommen geheißen. Waren Sie nett zu Ihnen? Haben Sie sich schon eingelebt? Sie waren sehr nett und haben mir viel geholfen. Wunderbar. Das freut mich. Ich weiß nicht, ob man es Ihnen schon gesagt hat, aber wir bemühen uns, möglichst nichts von dem Essen wegzuwerfen, das übrig bleibt. Nehmen Sie davon mit, was Sie möchten, natürlich auch für Kenton. Vielen Dank. Darüber wird er sich sicher sehr freuen.
Soll ich Ihnen die besten Orte für ein Picknick zeigen? Gott, das klingt wie, ich zeige Ihnen super tolle Orte für Picknick und dann lasse ich Sie da verschwinden im Wald und Sie werden nie wieder gefunden. Ich weiß, Sie sind schließlich nicht nur zum Arbeiten hier. Ich finde den Typen extrem sass. Ich freue mich immer, Touristen die Umgebung zu zeigen. Sie wollen bestimmt auch die Landschaft entdecken, den Strand und den Wald. Den Wald! Den Wald! Ich hab's gerade gesagt, oder? Ich hab's gesagt, er will uns verschwinden lassen. Natürlich! Es wäre toll, wenn Sie uns Tipps geben könnten, was wir uns unbedingt ansehen sollten. Oh, das werde ich. Ich lasse Sie jetzt in Ruhe Ihren Picknickkorb vorbereiten. Treffen wir uns dann in, sagen wir, einer halben Stunde? An Ihrem Stellplatz? Wunderbar! Vielen Dank nochmal. Ich sage gleich Kenton Bescheid. Bis gleich. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Mit diesen Worten verlässt er eilig die Küche und die Tür fällt geräuschvoll hinter ihm ins Schloss. Ich folge seinem Rat und bereite einen Picknickkorb für Kenton und mich vor. Jetzt sollte ich zurück zum Van gehen, um dort mit ihm auf unseren Touristenführer zu warten. Kenton und die Hunde sind schon da. Letztere begrüßen mich stürmisch, als sie mich kommen sehen. Entweder freuen sie sich wirklich, mich zu sehen, oder aber sie haben den Inhalt meines Korbs erschnüffelt. Ich bin eben unserem Chef begegnet. Er sagte, du hättest eine Überraschung für mich. Ja, sieh nur, ich durfte all das aus der Küche mitnehmen. Kenton betrachtet den Inhalt des Picknickkorbs mit gierigen Blicken. Warte! Nimm ihn bitte mal kurz. Ich muss mich noch schnell umziehen. Und gleich ist der Picknickkorb leer. Badums. Ich reiche Kenton den Korb und klettere dann in den Wagen, um ein etwas praktischeres Outfit anzuziehen. Praktisch! Praktisch! Okay! Okay, Spiel! Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was praktisch ist und was nicht, oder was ist gemütlich und was nicht. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir da eine Diskussion in der Armin-Route. Praktisch. Man hat auf jeden Fall viel Beinfreiheit. Herrlich. Herrlich. Das sieht köstlich aus. Warte, sagte er, nachdem ich mich umgezogen habe. Wirklich nett von ihm. Und das ist noch nicht alles. Er nimmt uns zu einem Picknick mit. Er möchte uns die schönsten Ecken in der Umgebung des Hotels zeigen. Noch besser. Wer hätte gedacht, dass wir mal einen so netten Chef finden würden? Ich traue dem immer noch nicht. Du übertreibst. Wir hatten auch schon andere. An einen so netten kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ich will etwas erwidern, werde jedoch durch ein lautes Hupen unterbrochen. Ein paar Meter entfernt von uns hält ein Jeep an. An seinem Steuer... Und wer sind diese reizenden Hunde? Hallo, na ihr? Er steigt aus und streichelt nacheinander jeden der drei Hunde. Die sind begeistert. Sie wedeln eifrig mit dem Schwanz und lecken ihm die Hände. Los, meine beiden Turteltäubchen. Und ihr auch, liebe Hühnchen, bitte einsteigen. It's a trap. It's a trap. Kenton und ich sehen uns kurz an und gehen dann zu dem Wagen hinüber. Kaum haben wir uns angeschnallt, rast der Jeep auch schon über eine unbefestigte Straße auf den Wald zu. Sie werden sehen, der Wald ist zu dieser Jahreszeit einfach unglaublich. Oh, ich wünschte, ich könnte mit Ihnen tauschen und ihn auch noch einmal so sehen wie beim allerersten Mal. Erzählen Sie mir doch ein bisschen von sich. In meinem Alter hat man einen Job, Verantwortung, all den langweiligen Kram. Aber in Ihrem Alter hat man noch Pläne und Träume. Valkyria, Sie zum Beispiel, wofür begeistern Sie sich? Abgesehen vom Reisen, ich würde sagen, für die Welt der Kunst, die Kunst im Allgemeinen.
Ich habe einen Master in Kunstgeschichte gemacht und ich habe den Plan, eine Galerie zu eröffnen. Oder zumindest den Ausstellungen zu organisieren. Ich stehe in Kontakt mit einer sehr vielversprechenden jungen Galeristin und Kunstagentin, Yael. Was Sie nicht sagen. Und könnten Sie die Werke auch hierher bringen? Ja, das ist die Idee. Eine Wanderausstellung. Hätten Sie Interesse an so etwas? Ihr Hotel wäre, ehrlich gesagt, ein toller Ort für eine Ausstellung. Wirklich? Finden Sie? Das ehrt mich sehr. Das wäre eine wunderbare Idee. Wir sollten noch einmal darüber sprechen. Bisher gibt es da nichts Konkretes. Jedenfalls noch nicht. Das Handy unseres Fahrers klingelt und er geht dran. Ja? Ach, perfekt. Oh! Gut! Ja, ja, ich komme. Er legt auf. Dann hält er den Wagen an und wendet sich uns zu. Es tut mir schrecklich leid, aber Sie werden den Wald und seine Geheimnisse wohl allein erkunden müssen. Vielleicht ist das sogar noch besser. Ein echtes Abenteuer. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich Ihnen. Ach, wie ich Sie beneide. Ich komme Sie am frühen Abend wieder abholen, wenn Sie einverstanden sind. Und wenn Sie dann überhaupt noch leben. Hä? Halten Sie sich an die Wege. Versuchen Sie sich nicht so weit davon zu entfernen. In diesem Dschungel kann man sich sonst schnell verirren. Machen Sie sich um uns keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Sehr gut. Dann bis später. Viel Spaß. Sie müssen mir danach alles erzählen. Wir steigen aus dem Jeep und er rast wieder davon. Gut. Sieht ganz so aus, als wären wir jetzt allein. Er scheint sehr zufrieden über diese unerwartete Wendung zu sein. Ich muss zugeben, auch ich freue mich darüber. Du, ich, die Hunde und das Dschungelabenteuer. Ein Traum! Ja, vielleicht heben sie jetzt noch irgendeinen Schatz oder so. Stimmt, davon habe ich immer schon geträumt. Gut, in welche Richtung gehen wir? Er hat gesagt, wir sollten der Straße folgen. Und du, Valkyria, tust natürlich immer genau das, was man dir sagt. Wir sehen uns beide lachend um. Wir gehen tiefer in den Wald hinein und bewundern die Landschaft, ohne viel zu reden. Die Hunde wenden ihre Köpfe in alle Richtungen, schnüffeln und spitzen neugierig die Ohren. Ich halte Muffin an der Leine. Ich bin nicht sicher, ob es mir gelingen würde, ihn zurückzurufen, wenn er wegläuft. Siska und Joker entfernen sich nicht allzu weit und kommen in regelmäßigen Abständen zu uns zurück. Das ist auch besser so. Schließlich wissen wir nicht, was uns in dieser wilden Landschaft alles begegnen könnte. Schlangen, giftige Tiere, Tiger. Gibt es Tiger in Indonesien? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir laufen eine ganze Weile durch diese unbekannte Natur und machen dabei eine Entdeckung nach der anderen. Sollen wir hier vielleicht anhalten, um zu essen? Also, vielleicht werden wir gleich von einem Sumatra-Tiger gefressen oder aber von einem Elefanten umgeschubst oder uns werden die Sachen von Markis geklaut. Man weiß es nicht. Ah, ehrlich gesagt würde ich gerne noch ein Stückchen weitergehen. Wie du möchtest. Ich habe auch noch keinen allzu großen Hunger. Joker bleibt abrupt stehen. Er stellt die Ohren auf und schnüffelt an dem Gewirr aus Baumstämmen und Lianen. Hast du etwas gefunden, mein Großer? Glaubst du, hier gibt es Tiere? Nee, das ist ein Wald. Da gibt's keine Tiere. Das ist nur ein Märchen. Da gibt's nur Bäume. Tiere? Pff, bitte. Alles andere wäre sehr verwunderlich. Allein in einem einzelnen Baum gibt es bestimmt zig verschiedene Vögel und tausende von Insekten. Natürlich. Aber ich meinte größere Tiere. Da bin ich mir nicht sicher, aber die meisten Tiere meiden die Menschen eher. Ich nicke wortlos. Ich hoffe, er behält recht. Ich bin es zwar gewöhnt, durch die Natur zu wandern, trotzdem ist mir hier gerade nicht ganz wohl. Los, komm. Wir versuchen, einen schönen Aussichtspunkt zu finden. Ich bin sicher, man hat von hier einen tollen Blick über die Umgebung. Er pfeift nach Joker, der etwas widerwillig zu uns zurückkommt.
Muffin zieht nicht länger an der Leine. Er bleibt jetzt in meiner Nähe. Wir setzen unsere Wanderung fort, steigen über heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume. Die Straße ist schon seit einer ganzen Weile hinter uns verschwunden. Kenton dreht sich zu mir um. Ein spöttisches Lächeln umspielt seine Lippen. Sag mal, nur so aus Neugier, würdest du von hier den Weg zurück ins Hotel finden? Natürlich! Für wen hältst du mich? Es genügt, dem Plätschern des Bächleins zu folgen und von dort müssen wir nur noch den Weg zurück zur Straße finden. Das dürfte nicht sonderlich schwer werden. Wir sind von Anfang an fast nur in Richtung Westen gelaufen. Also sagen wir, sie würde sich nicht verlaufen. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst und finde mich überhaupt nicht zurecht. Ich würde wahrscheinlich schon längst von einem Sumatra-Träger verspeist worden sein. Kenton lächelt mir stolz zu. Und notfalls bin ich mir sicher, dass zumindest Joker und Siska in der Lage wären, unsere Spuren zurückzuverfolgen und uns wieder zum Ausgangspunkt zu bringen. Ja, bestimmt. Apropos, ich glaube, Siska hat da irgendetwas gefunden. Mit der Nase am Boden bewegt sich Siska schnüffelnd vorwärts. Dabei wedelt sie mit dem Schwanz. Sollen wir ihr folgen? Siska würde sich sicher freuen. Wir folgen Siska, bis die Spuren auf dem Boden nach und nach immer deutlicher zu erkennen sind. Das sieht nach einem größeren Tier aus. Oder? Ja. Wir sollten den Spuren vielleicht lieber doch nicht weiter folgen. Sieh mal da! Ein Gerippe! Kenton und ich verziehen beide das Gesicht. Das ist nicht besonders romantisch. Der Ärmste. Wir sollten uns lieber wieder etwas entfernen und... Er wird von einem spitzen Schrei unterbrochen, der aus einer der Baumkronen zu kommen scheint. Wir zucken beide zusammen und rücken dann ein wenig näher aneinander heran. Die Hunde ducken sich mit eingezogenem Schwanz und fletschen die Zähne. Ein weiterer Schrei ertönt, dann noch einer. Ich spüre, wie Kenton meine Hand noch fester drückt. Mit den Augen suche ich das Geäst und Blätterwerk über uns ab. Sieh mal, das sind Affen! Ich habe vorhin gesagt, wir werden garantiert von Affen ausgeraubt. Ich habe schon wieder das Drehbuch geschrieben! Nun, da ich weiß, woher die Schreie kommen, sind sie gleich weniger furchteinflößend. Kenton lockert seinen Griff wieder. Die sind doch eigentlich ganz niedlich, findest du nicht? Oh, Girl. Warst du schon mal im Serengeti-Park? Die demontieren Scheibenwischer. Und klauen Dinge. Und machen Dinge kaputt. Die biegen Antennen ab. Die schrauben Antennen ab. Die springen so lange auf Spiegeln, bis die kaputt gehen. Affen sind gefährlich. Serengeti Park, du hast alles, was ich mag. Wilde Tiere, Karussells den ganzen Tag. Hashtag Werbung. Sie machen keinen aggressiven Eindruck. Ihre Schreie wirken eher fröhlich als bedrohlich. Wie kann man so naiv sein? Auch Joker, Siska und Muffin wirken nun weniger angespannt als noch vor ein paar Minuten. Ja, wir sollten trotzdem lieber vorsichtig sein. Affen sind uns Menschen nicht immer nur freundlich gesinnt. Besser, wir bleiben nicht zu lange hier. Sollten wir umdrehen oder willst du trotzdem versuchen, noch ein Stück weiter zu gehen? Unschlüssig runzelt er die Brauen. Ich kenne ihn zu gut. Obwohl er sich die Zeit nimmt, einen Moment lang nachzudenken, weiß ich schon genau, was er antworten wird. Er lebt dafür, immer neue Dinge zu entdecken. Was möchtest du tun? Mir ist es ehrlich gesagt egal. Hauptsache, wir kommen von hier weg. Dieses Geschrei fängt nämlich an, mir auf die Nerven zu gehen. Also gut. Dann lass uns noch ein Stück weitergehen. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Wusste ich es doch. Wir setzen unseren Weg fort und entfernen uns von den Affen. Einen kurzen Moment lang habe ich Angst, sie könnten uns womöglich folgen, aber sie rühren sich nicht von der Stelle. Wahrscheinlich haben sie einen Grund dafür. Denn Shere Khan ist irgendwo hinter diesen Bäumen und lauert auf uns und... Nach einer ganzen Weile gelangen wir plötzlich zu einem Steilhang. Oh, wie schön. Ich hoffe, sie haben ihre Handys dabei, damit sie an diesem Instagram-Spot auch Fotos machen können.
Wow, sieh dir das an. Das ist echt unglaublich. Vor uns erstreckt sich das Meer. Die Insel endet dort ganz abrupt und man hat den Eindruck, der Wald könnte jeden Moment den Felsen hinab ins Wasser kippen. Sieh mal, der Vulkan dort hinten. Da müssen wir unbedingt hin. Ich fürchte, dann kämen wir nicht mehr pünktlich zum Treffen mit unserem Chef. Ich meine auch nicht heute, aber wir sollten an einem unserer freien Tage einen Ausflug dorthin einplanen. Ganz sicher. Die Aussicht von dort oben muss noch beeindruckender sein. Ich drehe mich zu Kenton um. Seine Augen funkeln. Er legt mir den Arm um die Taille und drückt mich fest an sich. Das ist irre! Einfach irre! Das ist... Wow! Mir fehlen die Worte! Schade, dass wir nicht warten können, bis die Sonne untergeht. Wir können ein andermal wiederkommen, wenn du möchtest. Aber jetzt gerade sterbe ich vor Hunger. Du nicht? Sollen wir hier unser Picknick machen? Sehr gerne. Ich bekomme auch allmählich Hunger. Wir lassen uns ein paar Meter vom Felswand entfernt nieder, um zu essen. Beim Essen wechseln wir fast kein Wort. Wir sind völlig vom Anblick der Landschaft gefesselt. Joker und Siska erkunden schnüffelnd die Umgebung um uns herum, ohne sich dabei dem Rand des Felsens zu nähern. Vorsichtshalber halte ich Muffins Leine auch weiter fest. Das ist wirklich lecker. Hast du das alles zubereitet? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe ein bisschen dabei geholfen. Als wir mit dem Essen fertig sind, bleiben wir noch eine Weile Arm in Arm dort sitzen und betrachten das Meer. Behutsam drehe ich mich zu ihm um. Ich mag es, ihn in solchen Momenten anzusehen. Allein würde ich all das nicht erleben wollen. Er hat immer diesen Blick, wenn er das Meer betrachtet, die Wüste oder den Wald. Diesen Blick, der ganz weit in die Ferne zu reichen scheint. Ich weiß nicht, was er dort hinter dem Horizont sieht oder an was er wohl denkt. Das ist auch nicht wichtig, aber ich bekomme jedes Mal Lust, ihn zu küssen. Ich möchte ihn nicht danach fragen. Ich glaube, das Geheimnisvolle daran gefällt mir. Ich würde ihn gern danach fragen. Ah! Ich beuge mich langsam zu ihm hinüber und wir küssen uns lange und leidenschaftlich. Ich sehe schon, ihr geht in die sexy-smexy-Richtung. Ah! Ich glaube, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Als ich gerade den Mund öffnen will, um etwas zu sagen, lässt mich ein Bellen zusammenfahren. Bevor wir reagieren können, sehen wir, wie Joker und Siska davonstürmen. Muffin rast hinter ihnen her. Völlig überrumpelt lasse ich die Leine los. Wie der Blitz laufen die drei auf den Dschungel zu. Sissy! Joe! Bei Fuß! Was soll... Kenton und ich springen auf die Füße und nehmen ihre Verfolgung auf. Wir betreten erneut den Wald, diesmal im Laufschritt. Mein Herz klopft wie wild. Was ist bloß in sie gefahren? So etwas tun sie doch sonst nicht. Was, wenn sie einem wilden Tier begegnet sind? Einem Tiger? Einem Elefanten? Das Gerippe, das wir vorhin gesehen haben. Zum Glück bellen die Hunde kontinuierlich weiter. Wir haben sie zwar aus den Augen verloren, aber wir können dem Gebell folgen. Joe! Sissy! Bei Fuß! Ich glaube, sie sind da entlang. Wir folgen weiter dem Gebell und erreichen schließlich den Eingang zu einer Art Grotte. Ich kann Joker und Siska hören. Es scheint, als seien sie stehen geblieben. Ich lege eine Hand auf Kentons Arm. Sie bellen immer noch. Meinst du, sie rufen nach uns, oder... Ich weiß es nicht. Wir sollten nachsehen. Und falls... Falls da in der Grotte irgendwas ist... Genau deshalb sollten wir nachsehen gehen. Ich schneide eine Grimasse. Ich bin nicht ganz überzeugt. Ich mache das schon. Bleib ruhig hier, wenn du willst. Kommt nicht in Frage, ich gehe mit dir. Und dann wurden beide gefressen. Ende. So ein schönes, fabulöses Ende von Sweet Amores, ein anderes Leben. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Er nickt und wir nähern uns gemeinsam der Höhle. Ich bleibe einen Schritt hinter ihm und sehe mich nervös um. Wir gehen weiter und erblicken schließlich Siska, Joker und Muffin, die dort brav sitzen und uns entgegenbellen. Als wir nur noch 1 oder 2 Meter von ihnen entfernt sind, hören sie auf zu bellen. Es wirkt tatsächlich so, als hätten sie uns zu sich rufen wollen. Na ihr, was sollte das denn? Siska kläfft noch einmal kurz und trottet dann zu einem kleinen Etwas hinüber, das dort auf dem Boden liegt. Wir folgen ihr. Halb genervt, halb neugierig. Das ist ein Hund!
Ein Welpe! Ehrlich? Noch ein Hund? Dieser Van muss doch so schon total unangenehm nach nassem Hund riechen. Ich meine, die haben 3 und jetzt 4? Mit angespannter Miene kniet sich Kente neben das arme Tier. Ja, und es scheint ihm nicht sonderlich gut zu gehen. So ist brav, Siska. Der kleine Hund rührt sich kaum. Ich folge mit den Augen jeder von Kentens Bewegung. Sie müssen ihn gehört oder gerochen haben. Was machst du denn hier, Kleiner? Hat dich etwa jemand hier zurückgelassen? Ganz allein? Oder hast du dich vielleicht verlaufen? Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Das ist unglaublich. Entweder hat er eine besondere Gabe oder er wurde verhext. Ich weiß es auch nicht. Verletzte, kranke oder verirrte Hunde finden immer irgendwie zu ihm. Gib mir bitte bald deine Trinkflasche. Er ist sicher völlig dehydriert. Und auch das restliche Trockenfutter. Mal sehen, ob er es frisst. Ich gebe ihm beides und setze mich dann neben ihn. Joker, Siska und Muffin und ich sehen dabei zu, wie Kenton sich in einer fast feierlichen Stille um das kleine Tier kümmert. Er gießt Wasser in einen kleinen Napf, gibt ihm Futter. Sehr schön. Er frisst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Allerdings ist er wirklich vollkommen entkräftet. Wir müssen ihn so schnell wie möglich zu einem Tierarzt bringen. Ich greife wieder nach Muffins Leine und gebe den beiden anderen Hunden ein Zeichen aufzustehen. Kenton nimmt den Welpen so vorsichtig wie möglich auf den Arm. Geh du vor. Ich folge dir. Lass uns hoffen, dass der Chef uns pünktlich abholen kommt. Glücklicherweise ist der Jeep schon da. Als er uns auftauchen sieht, hupt unser Chef zur Begrüßung. Wir eilen zu den Wagentüren. Ich steige mit den Hunden hinten ein. Kenton nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und setzt den Welpen auf seinen Schoß. Hallo! Und? Wie war die Wanderung? Wunderbar, nehme ich an. Als er Kentons Gesicht sieht, erstirbt das Lächeln auf seinen Lippen. Er dreht sich zu mir um und hebt verwundert die Augenbrauen. Stimmt etwas nicht? Warum machen Sie beide so ein Gesicht? Dieser Hund? Der war doch eben noch nicht bei Ihnen, oder? Fahren Sie, bitte. Wir müssen uns beeilen, er ist sehr geschwächt. Sie haben ihn im Dschungel gefunden. Ja, jemand muss ihn dort ausgesetzt haben. Bitte, lassen Sie uns fahren. Der Hotelmanager nickt und fährt eilig los. Unterwegs erklären wir ihm die Situation und die Umstände, unter denen wir den kleinen Welpen gefunden haben. Er ruft sofort einen Tierarzt an und versichert uns, dass dieser sich gleich um das Tier kümmern wird, sobald wir das Hotel erreichen. Und tatsächlich, als das Hotel in Sichtweite kommt, wartet neben unserem Van bereits ein Kleintransporter. Die Tierärztin, eine sehr charmante Frau, nimmt den kleinen Hund eilig mit. Sie können ihn morgen früh besuchen, wenn Sie möchten. Aber morgen früh müssten wir doch eigentlich arbeiten. Ja, ich weiß, aber gut. Sie dürfen wohl kaum in der Lage sein, ordentlich zu arbeiten, wenn Sie sich dabei ständig Sorgen um das kleine Kerlchen machen. Vielen, vielen Dank. Wir arbeiten die Stunden an einem unserer freien Tage nach. Machen Sie sich keine Sorgen. Das regeln wir schon. Jetzt erholen Sie sich aber erstmal von all der Aufregung. Danke nochmal. Nicht zu danken. Bis morgen. Mit entschlossenen Schritten geht er in Richtung Hotel davon. Was für ein Nachmittag. Ich bin völlig erschöpft. Ja, der Tag war wirklich ziemlich aufregend. Und er ist noch nicht vorbei. Wir werden den Rest des Tages damit verbringen, uns um den kleinen Welpen zu sorgen. Ich bin sicher, alles wird gut. Alles wird gut, glaube mir. Wir überleben, denn wir geben nicht auf. Kennt das noch jemand? Digimon? Episode 1? Also Staffel 1? Da gab's einen Soundtrack zu. Ich liebe das. Oder war das Teil 2? Ich weiß es nicht, ich hatte beide CDs. Ich verwechsel die immer. Ich streichle zärtlich Kentons Arm, um ihn zu beruhigen. Natürlich habe ich keine Ahnung, ob wirklich alles gut wird oder nicht. Ich versuche nur, ihm Mut zu machen, weil ich es nicht ertrage, ihn so zu sehen. Ja, bestimmt. Die Tierärztin wirkt kompetent und engagiert. Geh dich ruhig waschen, wenn du möchtest. Ich stelle in der Zwischenzeit sicher, dass die Hunde in Ordnung sind und kein Ungeziefer mitgebracht haben. Ich gebe ihm einen Kuss und drücke ihn an mich. Okay,
Bis gleich. Es tut mir wirklich gut, mich zu waschen. Der Tag war lang und anstrengend. Ich habe den Eindruck, als wäre seit meiner Arbeit in der Küche unendlich viel Zeit vergangen. Als ich fertig bin, überlasse ich Kenton meinen Platz, nachdem er mir versichert hat, dass die Hunde in Ordnung seien. Während er beschäftigt ist, nutze ich die Gelegenheit, um noch einmal meine Schublade zu öffnen. Ich klappe die Schatulle auf, um mir den Ring anzusehen. Ich kann es kaum erwarten, ihn ihm anzustecken. Wow, warte, was? Sie macht einen Antrag oder ist es einfach nur ein unformeller Ring? Man weiß es nicht. Ich betrachte ihn noch einen Moment lang und räume dann die Schatulle, die ich auf unserem Ausflug mitgenommen hatte, wieder weg. Oh mein Gott, sie wollte sich verloben. Am Abhang. Und dann kam der Hund. Oh. Eigentlich hatte ich geplant, ihn dort zu überraschen. Nur wir beide. Vor dieser unglaublichen Kulisse. Aber diese Gelegenheit habe ich eindeutig verpasst. Ich bin schon so gespannt darauf, was er wohl antworten wird. Vielleicht in ein paar Tagen, wenn der Hund über den Berg ist. Ich klappe die Ringschatulle wieder zu und verstecke sie zwischen meiner Unterwäsche. Als wir beide schließlich gewaschen und die Hunde gefüttert sind, ist es draußen schon dunkel. Und das ist so schön gezeichnet. Wir essen zusammen zu Abend und unterhalten uns dabei über alles Mögliche. Unser Gespräch ist nicht besonders tiefsinnig. Wir sind beide erschöpft und zugleich besorgt, was die Tierärztin uns wohl am nächsten Tag mitteilen wird. Wir gehen früh ins Bett, in der Hoffnung, im Schlaf unsere Sorgen zu vergessen. Wir liegen jedoch noch eine ganze Weile Arm in Arm wach. Auch den Hunden fällt es offenbar schwer, einzuschlafen. Irgendwann siegt aber doch unsere Müdigkeit und wir finden in den Schlaf. Am nächsten Tag fährt Kenton schon am Morgengrauen zu der Tierärztin. Im Morgengrauen. Und der Van ist weg, das haben sie gut gemacht. Ich warte mit den Hunden auf ihn und spiele ein bisschen mit ihnen, um mich von meiner Unruhe abzulenken. Nach ein oder zwei Stunden ist der Van wieder da und parkt erneut auf unserem Stellplatz. Kenton steigt aus. Er trägt den kleinen Hund auf dem Arm. Die Tierärztin hat ihr erlaubt, ihn mitzunehmen? Heißt das, es geht ihm wieder gut? So weit würde ich noch nicht gehen. Aber er ist über den Berg. Seine Wunden waren nur oberflächlich. Und natürlich hatte er auch ein paar Flöhe und Zecken. Außerdem war er sehr stark dehydriert und unterernährt. Aber hätte sie ihn da nicht besser da behalten, bis er wieder ganz auf dem Damm ist? Ihre Praxis ist nicht besonders groß. Und soweit das möglich ist, möchte sie die Plätze für Tiere freihalten, die in wirklich kritischem Zustand sind. Verstehe. Heißt das, wir müssen ihn selbst gesund pflegen? Irgendwie klingt das total. Boah, heißt das, wir müssen diese Töle jetzt selber gesund pflegen? Aber oh, wofür gibt's denn überhaupt so eine Tierärztin? Wir haben doch schon drei Hunde. Irgendwie klingt das extrem. Aber egal. Im Grunde schon, ja. Warum? Stört dich das? Klingt zumindest so. Nein, im Gegenteil. Ich finde es schön, mich um ein so niedliches kleines Tier zu kümmern. Super. Es gibt da eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun. Wir müssen nur darauf achten, dass er genug frisst und sich ausruht. Ich gebe ihm morgens und abends seine Medikamente und in ein paar Tagen ist er bestimmt wieder auf den Beinen. Hoffentlich. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. In den nächsten Tagen finden wir nach und nach unseren Rhythmus. Vom Morgen bis zum frühen Nachmittag sind wir jeweils mit unserer Arbeit beschäftigt. Vor und nach der Arbeit kümmern wir uns um die Hunde, inklusive unseres neuen kleinen Schützlings. Und am späten Nachmittag haben wir dann Zeit für Ausflüge. Sobald ich Pause habe, eile ich schnell zum Hundegehege hinüber, um nachzusehen, ob es dem kleinen Hund auch gut geht. Ich nutze meine Pause am Vormittag häufig dazu, Kenton bei der Arbeit zuzusehen. Ich versuche mich so oft wie möglich ein bisschen mit Dama zu unterhalten. Ah! Ich verbringe meine Pause bei ihm. Ich rede leise mit ihm und streichle ihn dabei. Ich weiß, dass es nicht möglich sein wird, ihn zu behalten. Darum versuche ich, ihn so oft wie möglich zu sehen, solange wir hier sind. Mit dieser neuen Routine, die sich einstellt, merke ich kaum, wie die Zeit vergeht. Die 3 Wochen sind wie im Flug vorbei. Ich habe keine weitere Gelegenheit gefunden, Kenton die Frage aller Fragen zu stellen. Am Tag vor unserer Abreise geht es dem kleinen Hund schon wieder richtig gut. Als ich nach meiner Schicht die Küche verlasse, begegne ich Kenton, der vom Hundegehege zurückkommt. Als ich seinen Blick sehe, weiß ich sofort, woran er gerade denkt.
Ich gehe zu ihm und streichle ihm die Wange. Du bist traurig, dich von den Kleinen trennen zu müssen, stimmt's? Ich bin... ja. Aber vor allem bin ich besorgt. Wir fahren morgen und wir können ihn doch nicht allein hier zurücklassen. Aber wir können ihn auch nicht behalten. 4 Hunde bei uns im Van, das wäre einfach zu viel. Und ich habe keine Ahnung, wie groß er wohl sein mag, wenn er erst einmal ausgewachsen ist. Natürlich. Ich weiß. Aber wir müssen irgendeine Lösung finden. Vielleicht möchte dein Vater ihn ja zu sich nehmen. So bekäme Cookie etwas Gesellschaft. Daran hatte ich auch gedacht, aber wir können im Voraus nicht sicher sein, dass sie sich auch verstehen werden. Und falls es zwischen ihnen nicht gut laufen sollte, hätten wir meinen Eltern damit letztendlich einen Bärendienst erwiesen. Und Cookie auch. Er hat jetzt so seine Gewohnheiten. Ansonsten fällt mir nicht wirklich etwas ein. Vielleicht sollten wir nochmal die Tierärztin anrufen? Hallo Valkyria, hallo Kenton, wie geht es Ihnen? Kenton reißt sich zusammen und richtet sich auf, um ihm zu antworten. Sehr gut, danke. Wir haben nur ein kleines Problem mit... Sie haben keinerlei Problem. Ich konnte leider nicht anders, als das Ende Ihres Gesprächs mit anzuhören. Und ich habe eine Lösung für Sie. Ich würde unseren kleinen Freund sehr gerne aufnehmen. Wirklich? Das würden Sie tun? Allerdings. Ich wollte Ihnen das eigentlich schon gleich vorschlagen, als Sie mit ihm von der Tierärztin zurückkam. Aber ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen, falls Sie ihn gern behalten hätten. Das ist wirklich nett von Ihnen. Damit wäre alles geregelt. Ich habe daran gedacht, ihn Mujo zu nennen. Was halten Sie davon? Das klingt gut. Und was? Das bedeutet der Glückliche auf Indonesisch. Ich finde, das passt. Allerdings, der Kleine hat wie durch ein Wunder überlebt. Genau. Allerdings habe ich Sie eigentlich wegen etwas anderem gesucht. Ich weiß, heute ist Ihr letzter Arbeitstag und Ihre Schicht ist theoretisch schon vorbei. Aber wegen eines bedauerlichen Problems mit den Dienstplänen bräuchte ich Sie leider noch eine Stunde länger. Sie wird Ihnen natürlich bezahlt. Was können wir für Sie tun? Unsere Hochzeitssuite wurde für heute Abend reserviert. Sie müssten nur das Zimmer vorbereiten. Das sollte nicht allzu lange dauern. Die Suite war schon seit ein paar Tagen nicht mehr belegt. Es geht vor allem darum, sicherzustellen, dass dort alles perfekt ist. Natürlich, kein Problem. Zu zweit geht das bestimmt schnell. Wunderbar. Sie sind meine Rettung. Vielen Dank. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Ich habe noch einiges zu tun. Er dreht sich um und eilt zurück ins Innere des Hotels. Gut. Wie wär's mit einem Wettlauf, wer schneller bei der Suite ist? Ich muss zuerst die Hunde zum Gehege zurückbringen. Sieht ganz so aus, als würdest du mit einem Handicap starten. An deiner Stelle würde ich mich lieber beeilen. Kenton muss lachen und läuft dann eilig in Richtung Gehege davon. Die Hunde folgen ihm. Aber wir gehen jetzt auch nicht Richtung Gehege oder Suite, sondern wir gehen Richtung Parkplatz. Na sowas! Valkyria, was machst du denn hier? Bist du im Urlaub? Ja und nein. Kenton und ich arbeiten gleichzeitig auch hier im Hotel. Anstatt zu fragen, was die hier macht. Die ist immer da, wo wir sind. Ach so, ich dachte mir schon, für jemanden, der im Urlaub ist, siehst du ziemlich müde aus. Was? Dann hätte ich dir das hier vielleicht schon eher geben sollen. Das sollte dir helfen. Mir helfen? Eine Kokosnuss? Wenn man viel arbeitet, ist es wichtig, immer gut auf seinen Flüssigkeitshaushalt zu achten. Apropos Flüssigkeit, ich muss wieder los. Ich werde am Pool erwartet. Na sowas. Hast du etwa ein romantisches Date? Sie wirft mir eine Kusshand zu und geht in Richtung Hotel davon. So, Tantchen, wo bist du? Mit wem bist du hier? Das ist das spooky. Aber irgendwie scheint es die Secret überhaupt gar nicht mehr zu wundern. Ich will in diese Suite. Ich will in diese Suite. Das ist voll schön. Oh, vielleicht ist das Zimmer für Tantchen.
Plot-Twist! Es ist das erste Mal, dass ich die Hochzeitssuite betrete und... Wow! Ich habe keine Ahnung, wie viel eine Übernachtung hier kosten mag, aber es ist sicher nicht geschenkt. Es ist seltsam, wenn man bedenkt, dass allein der Schlafbereich der Suite schon deutlich größer ist als das Innere unseres Vans. Gut, unser Chef hatte recht. Das Zimmer ist im Grunde sauber. Wir müssen nur etwas Staub wischen, kurz durchsaugen, das Bett noch einmal neu beziehen und die Snacks bereitstellen. Während ich noch auf Kenton warte, beginne ich schon einmal mit dem Staubwischen. Wow, hier oben war ich noch nie, das ist ja riesig. Allein im Schlafzimmer könnte man bequem zwei Vans wie den unseren parken. Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich ins Zimmer kam. Unglaublich. Wir passen einfach perfekt zusammen. Wir müssen beide lachen. Gut. Ich nehme an, wir beginnen zuerst mit dem Staubwischen. Ja, wenn wir uns beeilen, haben wir danach noch etwas Zeit für einen letzten Spaziergang. Ich hätte lieber mit etwas anderem angefangen. Ah. Gesagt, getan. Wir bereiteten das Zimmer in Rekordzeit vor. Meinst du, es ist gut so? Haben wir auch nichts vergessen? Nein, ich denke nicht. Die Toilettenartikel sind da, die Schokolade liegt auf den Kopfkissen. Ich denke, das war alles. Dama wird hoffentlich zufrieden sein. Und was ist mit dem Champagner? Steht der Champagner kalt? Super. Sollen wir dann noch einen kleinen Ausflug machen? Natürlich gern. Weißt du schon, wohin du möchtest? Ich dachte mir, ich möchte gern noch einmal zu der Klippe, wo wir gepicknickt haben. Wir könnten uns dort den Sonnenuntergang ansehen. Das wäre sicher sehr romantisch. Kenton nickt lächelnd. Vielleicht hatte er an dasselbe gedacht. Natürlich habe ich fest vor, diesen Moment zum romantischsten unseres Lebens zu machen. Welcher Ort und welche Umgebung wären für einen Heiratsantrag wohl besser geeignet? Ich muss mich vorher nur noch schnell umziehen. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit die Hunde abholen. Alles klar, wir treffen uns am Van. Wait. Wait, schon wieder umziehen? Das praktischere Outfit? Vor dem Hotel trennen wir uns. Kenton geht mit gemächlichen Schritten in Richtung Hundegehege. Ich sollte jetzt schnell zum Van hinübergehen, um mich umzuziehen und die Ringschatulle zu holen. Dieses Mal wird es klappen, das spüre ich. Am Van angelangt, ziehe ich mich dort eilig um. Ich spitze die Ohren und lausche auf jedes Geräusch von draußen, während ich die Schatulle aus der Schublade hole. Zur Sicherheit klappe ich sie noch einmal auf. Der Ring ist noch da. Perfekt. Ich lasse das kleine Kästchen in meiner Tasche verschwinden. Im nächsten Moment erkenne ich an Jokers Bellen, dass Kenton offenbar schon ganz in der Nähe des Vans sein muss. Ich bemühe mich, so normal wie möglich zu wirken und klettere nach vorne auf den Beifahrersitz. Kenton lässt die Hunde hinten einsteigen und setzt sich dann neben mich auf den Fahrersitz. Erinnerst du dich noch an den Weg dorthin? Ich denke schon. Falls nicht, ist das vielleicht eine Gelegenheit, noch etwas Neues zu entdecken. Ja, den Vulkan, und dann fällt der Ring da rein. Huch, Herr der Ringe lässt grüßen. Kenton fährt los und wir nehmen dieselbe Route wie unser Chef am Tag nach unserer Ankunft. Tatsächlich erinnert er sich noch genau an den Weg. Schließlich erreichen wir die Stelle, an der unser Chef uns abgesetzt hatte. Da wären wir. Endstation, bitte alle aussteigen. Er wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. Ich denke, wir müssten die Klippe kurz vor Sonnenuntergang erreichen, wenn wir unterwegs nicht allzu sehr herumtrödeln. Perfekt, auf geht's. Kenton hat die Zeit für den Weg richtig eingeschätzt. Als wir aus dem Wald hinaus auf den Felsvorsprung treten, beginnt die Sonne gerade ganz allmählich hinter dem Vulkan unterzugehen. Das ist sogar noch schöner als beim letzten Mal. Ich hoffe, dieses Mal bleiben wir ungestört. Das hoffe ich auch. Von ganzem Herzen. Dieser Moment soll einfach perfekt sein. Setzen wir uns? Ich habe in meinem Rucksack eine Decke dabei. Nein, ich bleibe lieber stehen. Ich stammle etwas vor mich hin. Ich habe keine gute Ausrede dafür, warum ich lieber stehen bleiben möchte. Der wahre Grund ist, dass ich mich vor ihn hinknien möchte, um ihm den Ring zu schenken. Aber das kann ich ihm natürlich nicht sagen. Oh, okay, kein Problem. Wir können auch stehen bleiben. Das ist so strange.
Falls die Hunde wieder weglaufen sollten, können wir so auch schneller die Verfolgung aufnehmen. Oh nein, bitte nicht noch einmal. Nur das nicht. Wir fassen uns an der Hand, blicken aufs Meer und sehen den Sonnenuntergang an. Mein Herz klopft wie wild. Hoffentlich bemerkt er mein Zittern nicht. Jetzt, wo es so weit ist, bin ich plötzlich unsicher. Woran merkt man, wann genau der richtige Moment ist? Ist er jetzt? Oder ist der Himmel in 5 Minuten vielleicht noch ein bisschen schöner? Oder suche ich nur nach einer Ausrede, um es nicht zu tun? Los, Valkyria, nur Mut! Was soll schon schiefgehen? Nichts! Du riskierst rein gar nichts! Im schlimmsten Fall öffnest du ihm dein Herz und er sagt nein. Aber nein, du liebst ihn und er liebt dich. Es besteht kein Zweifel. Jetzt ist der Moment. Ich löse den Blick vom Horizont und wende mich zu Kenton um. Kenton, da ist etwas, das ich dir... Mein Mund ist trocken. Ich hole tief Luft. Er dreht sich zu mir um. Mein ernster Tonfall scheint ihn zu überraschen. Das habe ich schon geahnt. Seit wir hier sind, fand ich dich etwas seltsam. Oh nein. Denkt er etwa, zwischen uns beiden gäbe es ein Problem, oder? Alles in Ordnung, Valkyria? Du wirkst irgendwie... Ist alles okay? Wenn ich noch länger nachdenke, werde ich bestimmt ohnmächtig. Ich muss etwas tun. Während ich ihm unverwandt in die Augen sehe, gehe ich vor ihm auf die Knie. Er starrt mich mit großen Augen und offenem Mund an. Ich bemühe mich, ihm trotz meines Zitterns ein überzeugendes Lächeln zu schenken. Gleichzeitig lasse ich seine Hand los, um die Ringschatulle aus meiner Tasche zu ziehen. Ich strecke sie ihm entgegen und öffne sie. Kenton sagt noch immer kein Wort. Aber er schließt den Mund wieder. Dann zeigt sich ein gerührtes Lächeln auf seinem Gesicht. Ich bekomme einfach kein Wort heraus. Sag doch bitte etwas. Kenton LeHay, willst du mich heiraten? C. Er nickt gerührt und greift nach meiner Hand. Ja, natürlich, Valkyria. Ich will dich heiraten. Ich will dich so gern heiraten, dass ich... Bevor ich irgendetwas sagen kann, geht er nun seinerseits mit einem zarten Lehnen... Oh Gott, was? Bevor ich irgendetwas sagen kann, geht er nun seinerseits mit einem zärtlichen Lächeln vor mir auf die Knie und zieht ebenfalls eine kleine Schachtel aus der Tasche. Das darf nicht wahr sein. Du wolltest auch? Mit glänzenden Augen öffnet er das Kästchen. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fallen auf den Stein, der den Ring ziert, und lassen ihn funkeln. Der ist wunderschön, es ist perfekt, das ist... Valkyria, ich liebe dich. Ich habe mich gefragt, nachdem ich deinen Antrag angenommen habe, möchtest du mich auch heiraten? Das ist irgendwie so unbeholfen, aber gleichzeitig so süß. Ja, natürlich will ich dich heiraten. Ich bewundere noch immer den Ring, während wir uns wieder aufrichten. Wir haben schon wieder kein Bild erhalten. Was ist denn das? In dieser verfluchten Route haben wir bisher noch kein einziges Mal das Bild bekommen. Aber ich suche es euch raus. Das wäre das Bild gewesen, das wir hätten bekommen können, natürlich mit unserer Secret. Ich habe dieses Mal wieder den Sweet Amoris Lösungsblock benutzt, den ich auch immer benutze, wenn ich euch irgendwelche Bilder zeige. Es ist cute, es ist süß und es ist... Ah, so schön. Und da wir gerade dabei sind, man hätte auch einen anderen Weg gehen können. Wie bei Lysende. Und das Bild zeige ich euch jetzt. Es ist einfach Smaxi-Time. Ich glaube fast sogar in der Hochzeitssuite. Kann man ja mal machen. Das Bett schon mal vorwärmen für die frisch Vermählten. Finde ich schon, ne? Aber das ist nur eine Vermutung. Das ist so schön! Es ist echt schön gemacht. Das muss man sagen. Ah, das ist auch schon cute. Auch schon sehr cute. Also, demütigend, aber wir schütteln es ab.
wieso habe ich jetzt dieses Meme im Kopf von diesem Trainer? I'm not angry anymore. Flick it away. Warum habe ich... Oh, raus aus meinem Kopf. Dann steckt er ihn mir vorsichtig an den Finger. Ich falle ihm um den Hals, um ihn zu küssen. Ich lache und weine zugleich. Er drückt mich mit aller Kraft an sich. Die Hunde sind durch unser seltsames Benehmen neugierig geworden und beginnen nun fröhlich zu bellen. Ich höre einen Moment lang damit auf, Kenton zu küssen, um ihm in die Augen zu sehen. Wir werden also heiraten? Er nickt lächelnd und wischt sich die Tränen weg. Wir werden heiraten. Es fällt mir schwer, all das zu glauben. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Und damit haben wir die Episode beendet und eigentlich würde ich ganz gerne die Hochzeiten direkt nach diesen Episoden sehen. Aber nein, B-Move dachte sich, nein, wir machen erstmal die Episoden, in denen wir die Verlobung machen und dann kommen erst die Hochzeiten peu à peu. Also sehen wir uns vermutlich in 2 Wochen wieder zu Armin und seinem Antrag oder dem Smaxi-Time-Bild. Das werden wir noch sehen. Bis dahin, Schnitzelmama over and out. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Wo kam das denn her?